Eine der größten Anfechtungen eines Gläubigen, auch des Menschen generell, aber ich möchte ausdrücklich betonen, aber Prüfung ist das, was man Enttäuschung nennt. In diesem Wort steckt ja drin, dass ich getäuscht wurde. Wenn ich enttäuscht bin, dann heißt es ganz klar, ich bin einer falschen Vorstellung auf den Leim gegangen. Wir haben bei uns in der Familie und auch bei uns in der Ehe so ein kleines Sprichwort oder ein Schlagwort. Wir sagen immer, wenn du keine Erwartungen hast, wirst du auch nicht enttäuscht. Aber man kann nicht leben ohne Erwartungen, das Problem. Sonst können wir das leicht anwenden. Und auch alles, was wir jetzt sehen werden über Enttäuschungen, ist etwas, was nichts Neues ist. Aber es ist etwas, und ich denke, wir müssen dem ein Stück von der Bibel her nachspüren, dass wir, wenn diese Enttäuschungen kommen, dass wir sie wirklich als ganz normale Prüfung oder auch als ganz normale Anfechtung behandeln können. Und es gibt hier ganz unscheinbare Bibelstellen, zum Beispiel Hiob 6, der 20. Vers, der beginnt aber schon bei Vers 14. Ich lese uns das einmal, um zu sehen, wie Hiob in seiner völligen Verbitterung und Enttäuschung er das letztendlich formuliert. Dem Verzagten gebührt Mitleid von seinem Freund. Sonst wird er die Furcht des Allmächtigen verlassen. Genau das ist aber ihm passiert. Er empfindet kein Mitleid von seinen Freunden und verliert die Furcht vor Gott teilweise. Meine Brüder haben sich trügerisch erwiesen wie ein Wildbach, wie das Bett der Wildbäche, die vergehen. Die trübe werden vom Eis, wenn der Schnee sich darüber birgt, die aber versiegen zur Zeit der Sommerhitze und von ihrem Ort verschwinden, wenn es heiß wird. Die Karawanen biegen ab von ihrem Weg, sie ziehen in die Wüste und verirren sich. Die Karawanen Temans halten Ausschau, die Reisegesellschaften von Saba hoffen auf sie und sie werden in ihrer Hoffnung betrogen. Sie kommen dorthin und werden enttäuscht. So seid auch ihr jetzt ein Nichts geworden. Ihr seht Schreckliches und fürchtet euch davor. Also er geht so weit, er sagt, seine Freunde sind so, wie wenn eine Karawane, die ja auf Wasser angewiesen ist, mitten in der Wüste zum Ort einer Oase geht, wo normalerweise eine Quelle sprudelt, und da ist nichts, dann geht sie unter und sagt, so seid ihr. Man sieht hier, da ist eine unsinnige Enttäuschung an den Brüdern, an den Menschen. Das kann passieren. Was jetzt interessant ist, wenn man die Bibel untersucht, ich gehe jetzt mal vom Schlachtertext aus, du findest im Neuen Testament das Wort Enttäuschung gar nicht. Das Neue Testament kennt keine Enttäuschung. Das ist ja ein Schock, oder? Keine Enttäuschung im Neuen Testament. Die Bibel geht nicht davon aus, dass ein Mensch enttäuscht ist. Im Alten Testament hast du den Hiob. Hiob 7,3, er ist natürlich der, wie soll ich sagen, große Träger der Enttäuschungen. Er sagt, so wurden auch mir Monate voller Enttäuschung beschert und Nächte voller Qual zuteil. Also er verliert sich in dem fast. In 5,35 kommt es nochmal, möchte ich jetzt nicht lesen. Und dann kommen wir zu Prediger 1,18, wo ja der große König Salomo, der ja auch seine Erfahrungen gemacht hat, letztendlich etwas sagt. Das ist doch hochinteressant. Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Wir würden sagen, her mit aller Weisheit, her mit allem Wissen, je besser. Und er sagt genau das Gegenteil. Er sagt, je mehr du weißt, je mehr du Weisheit hast, je mehr wirst du enttäuscht. Es gibt noch eine Stelle im Joel, die aber alle in diese Richtung geht. Und jetzt muss man sich ja fragen, wenn ich jetzt ein wiedergeborenes Gotteskind bin, als ich zum Glauben kam, hatte ich so eine heile Welt.
in den gläubigen Kreisen ist alles wunderbar, du bist also Gotteskind, du hast gewusst, die Welt ist dein Feind, und also es ist alles wunderbar. Und man muss sich ja schon ernstlich fragen, wieso ist die Enttäuschung, möchte ich nochmal daran erinnern, 50% der Insassen der Psychiatrie, Gläubige, großteils scheinbar aus freikirchlichen Kreisen. Zerbrochen an den Gedankenangriffen des Teufels, haben wir ja gesehen, zerbrochen an den eigenen Vorstellungen und zerbrochen an ihren Enttäuschungen. Keiner macht so einen Weg ohne furchtbare Enttäuschungen. Und in der Regel werde ich an Menschen enttäuscht, siehe Hiob. Müssen wir mal vorstellen, wie kann man sagen, meine Freunde sind so schlimm, wie es ist, wenn eine Oase die letzte Rettung einer Karawane ist und wenn sie dorthin kommen, ist kein Wasser. Muss ich mir vorstellen, ist ja dramatisch ohne Ende. Ich weiß nicht, ob hier die Dramatik, die Hiob benutzt, so bewusst wurde. Und er sagt, so sind ihr, so seid ihr meine Freunde. Also man kann sich an Menschen vollständig aufreiben in Enttäuschung. Das kann der Ehepartner sein, das ist dann die schlimmste Enttäuschung. Das können die Kinder sein, die ist auch ganz schön heftig. Es können aber auch die Eltern sein. Es können die Kollegen sein. Es können die Leute sein in der Umgebung, zum Beispiel im Beruf. Es können aber auch Bekannte sein, Freunde, wo man überall Erwartungen hat und die sind völlig anders. Und letztendlich sind sie so, dass ich, wie ein Hiob sage, es ist furchtbar, die lassen mich alle im Stich. Dann kommt das Schlimmste und die allerschlimmste Form der Enttäuschung, wenn man von Gott enttäuscht ist. Die Bibel nennt es Hader. Man geht einfach hin und hat Erwartungen an Gott und sie kommen nicht. Und dann ist man enttäuscht. Dann wendet man Gott den Rücken zu. Und dann kommt das, wo vielleicht ganz viele, auch der sensible Gläubige, in furchtbare Erfechtungen, in furchtbare Nöte kommen. Und das ist die Enttäuschung an sich selbst. Wenn man plötzlich sieht, man kann nicht so sein, wie man gern wollte, geistlich. Man kann Gott nicht so dienen, wie man wollte. Man hat genaue Vorstellungen und schafft es nicht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man geht in die Heuchelei, das machen viele, oder man geht zurück. Und es kann sogar passieren, dass man abfällt. Kann alles passieren. Oder, letzter Bereich, man zerbricht an den Umständen. Und wenn man an die Umstände zerbricht, dann kommt man wieder auf die drei. Warum tun mir das die Menschen an? Warum lässt Gott es zu? Warum schaffe ich es nicht? Also das ist ein Teufelskreis, wo man drin steckt. Und wenn das aufbricht, dann kommt das, ich sage es mal so, dann ist noch der Ausdruck Erfechtung milde, dann in der Regel reden wir von einer Katastrophe. Und keiner kommt auf die Idee, dass Gott es sogar zugelassen haben kann, um mich zu kurieren, dass er Prüfung ist. Wisst ihr, dann verliert ein Gläubiger in der Regel die Kontrolle. Er verliert die Kontrolle über sich selber, er verliert die Kontrolle, er hat keinen klaren Blick mehr, er kommt in einen Zustand, darf ich es mal ganz brutal sagen, wo er ein Freiwild für den Teufel wird. Der Teufel kann ihn angreifen. Er ist genau das Gegenteil vom Wildesel, der sich gemütlich niederlegt zwischen den Hirten, der die Nahrung Gottes genießt, der trotz seiner Störrigkeit, die er ja hat, unendlich glücklich ist. Er ist erledigt. Lukas 4,5. Wir dürfen etwas nicht vergessen, und das ist auch der erste Punkt, wo der Gläubige getäuscht wird, und diese Täuschung führt dann zu Enttäuschungen. Der Teufel führt der Herr Jesus auf den hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick, und dann sagt er, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wen ich will. Geschwister, wir sind Gläubige, aber wir leben in einer gefallenen Welt. Nochmals, wir leben in einer gefallenen Welt. Wisst ihr, was das heißt?
ein Gläubiger, der im Fleisch wandelt, repräsentiert die gefallene Welt. Ist ein Gläubiger, der nicht im Geist wandelt, ist genau die gleiche Ebene wie ein Ungläubiger, der zu dieser gefallenen Welt gehört. Jetzt wissen wir doch, dass nicht alle Gläubige dauernd im Fleisch wandeln. Also musst du doch von vornherein, dass du nicht enttäuscht wirst, du darfst nicht getäuscht werden, muss dir klar sein, du lebst in einer gefallenen Welt, auch deine Geschwister, und jetzt kommt der nächste Punkt, du selbst, wenn du nicht im Fleisch wandelst, gehörst auch zu dieser Sippschaft. Das heißt, du wirst genauso andere enttäuschen. Wisst ihr, und die ganze Heilige Schrift atmet das, zum Beispiel in 1. Johannes 5, 19, da sagt sie, jetzt kommt wieder ein ganz wichtiger Punkt, da steht wieder, ich gebe euch wirklich den Rat, nehmt ein leeres Neues Testament und unterstreicht Wissen. Wisst ihr nicht, wir wissen. Übrigens hat uns der Sascha Götte wunderbare Neue Testamente, das sind keine Großdruck, die rote und die schwarze rausgelegt, das Schmidts Beste, was gerade auf dem Markt gibt, liegt kostenlos draußen, wer hier was mitnehmen will. Und da sagt die Bibel, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Das wissen wir ja. Wir wissen, das sind Gotteskinder. Aber jetzt sagt er, das bedeutet, dass wir was Zweites wissen. Dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Geschwister, ich kann hier keinen großen Mund haben. Weil ich bin auch ein Produkt dieser Nachkriegsgeneration. Aber ich möchte mal eines betonen. Uns in dieser westlichen Welt ging es bis jetzt mehr als gut. Auch uns Gläubige. Wir hatten keine Verfolgung. Die bisschen Repressalien, die bis jetzt da sind, die sind ja nichts. In dieser Welt ist das Böse das Normale. In dieser Welt ist Mord und Totschlag das Normale. Lest einmal Bücher von, ich habe Bücher von vom Evangelist gelesen, der hat beschrieben, was passiert ist, als Deutschland den Krieg verloren hatte und musste fliehen. Und als dann die russische Dampfwalze über der Osten drüber ging und was dann passiert ist, als es kein Gesetz mehr gab. Als das, was die Bibel mit Gesetzlosigkeit bezeichnet und sie sagt, die Zeit der Endzeit ist die Gesetzlosigkeit. Zu was dann ein Mensch fähig war, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn du tun konntest, was du wolltest, es gab keine Strafe. Und das haben nicht nur dann die Russen getan, das haben die Deutschen getan, wenn sie an der Macht waren. Das hat jede Nation, auch die Amerikaner, das hat jede Nation getan, an die Indianer. Ihr könnt mal die Szenarien dieser ganzen Exzesse geschichtlich verfolgen. Es kommt immer vor, sobald der Mensch tun kann, was er will. Und wir haben Völkermorde ohne Ende. Armenier durch die Türken. Mit der schlimmsten Völkermord, den es je gab. Was niemand weiß, in Jugoslawien 1944. Und Stasi-Aufstand. Das sind Dinge passiert, das kann man sich nicht vorstellen. Hutus, Tutsis in Afrika, also, ich sage auch kein Land, jedes Land hat das in sich, das ist der Mensch. Und jetzt haben wir einen Völkermord ohne Ende, Abtreibung. Wir killen mehr Kinder, als in Kriegen sterben, ist unfassbar. Mord, Totschlag, Elend, Leid, zerstörte Ehe, zerstörte Familie, Ungerechtigkeit, Gewalt, Täuschung. Es ist alles normal. Wisst ihr, und wenn wir jetzt hingehen und glauben, dass wir in dieser Welt, wo wir leben, eine heile Welt aufbauen können, dann ist das die größte Täuschung, die es überhaupt gibt. Wenn du dann eine Enttäuschung kriegst, dann musst du ganz ehrlich sagen, dann bist du deinem eigenen Wahn zum Opfer gefallen. Du bist dem Wahn zum Opfer gefallen. Weil die Bibel ganz nüchtern sachlich sagt, es gibt das alles gar nicht. Es gibt es nicht. Sie sagt, es gibt keine heile Welt. Und jetzt kommen wir zu den Gläubigen. Es gibt auch keine gläubige, heile Welt. Ich weiß noch wie heute, ich habe einen Prediger verehrt. Er hatte gewaltige Vollmacht. Und wir junge Leute hatten noch nie so einen Prediger gehört. Mir war fasziniert. Eines Tages predigt er und dann sagt er, wie im Vorspann, einen Satz,
Ich kam und habe die heile Welt genossen. Frisch bekehrt, wiedergeboren. Ich bin auf Wolke 7 geschwebt. Und dann stellt er sich vorne hin und sagt, die Frömmsten sind die Schlimmsten. Ich habe Kübel Wasser im Kopf gekriegt. Wie kann der das sagen? Wir, die heile Welt, wir, die Gläubige, wie wunderbar. Wisst ihr, wo ich das erste Mal erlebt habe, dass ich einen Prediger auf der Kanzel erwischt habe, mein geistiger Vater, dass er gelogen hat, und zwar so dreist, dass mir, ich sage mal so, das Entsetzen ins Gesicht fiel. Und habe ich ihn angerufen, du hast gelogen. Aber ich habe Tage gebraucht, bis ich den Mut hatte, das zu tun. Junger Gläubiger. Und dann sagt er zu mir, ja, ich habe gelogen. Ich habe Buße drüber getan, aber ich habe gelogen. Wenn du glaubst, dass die Gläubigen nicht lügen, wenn du glaubst, dass die Gläubigen nicht stehlen, wenn du glaubst, dass die Gläubigen keine eigene Ehre suchen, wenn du nicht glaubst, dass die Gläubigen unverschämt und frech sind, wirst du enttäuscht werden. Ist nämlich so. Jeder Gläubige, der im Fleisch wandelt, ist zu allem fähig. Ist euch das klar? Das will man nicht hören. Wisst ihr, die Gläubigen wollen einfach eine heile Welt. Sie wollen eine heile Welt. Ich bin ein Mensch. Ich bin wenig enttäuscht. Wisst ihr warum? Wenn ich das alles weiß. Ich habe es erlebt. Bis zum geht nicht mehr. Ich habe es erlebt. Ich habe erlebt, wie Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die ich gepäppelt und gehätschelt habe und denen ich eigentlich aus meiner Sicht nur Gutes getan habe, wie sie dann mir in den Rücken gefallen sind. So habe ich alles erlebt. Von daher habe ich keine Illusionen. Ich bin aber auch nicht misstrauisch, dass ich jetzt nur noch rumgucke, legt mich jetzt gerade einer rein. Sondern ich sage ganz einfach, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wem diene ich? Herr Jesus oder dem Menschen? Wenn ich immer Jesus diene, wo ist das Problem? Ist aber, das ist schlecht gesagt, solange man das nicht am Hals hat. Die Bibel sagt klipp und klar, der Teufel baut ein System in dieser Welt, das so aufgebaut ist, und das ist ein System, das ist dem Teufel seine Absicht. Er baut ein Lügesystem, weil er der Vater der Lüge ist, der Täuschung. Er schürt bei den Leuten falsche Erwartungen und dann kommt es zu dieser Enttäuschung und dann hat er sie so weit, dass sie innerlich weitwund sind. Wisst ihr, was weitwund ist? Das ist in der Sprache der Jäger angeschossen. Das ist angeschossen. Und ein angeschossenes Tier kriegst du leicht. Und jetzt geht der Teufel hin und macht dasselbe bei den Gläubigen, weil dann hat er sie am Wickel. Der Jesus sagt in der Endzeitrede, Matthäus 24,4, seht zu, dass euch niemand verführe, dass ihr nicht getäuscht werdet, dass man euch nicht reinlegt. Wisst ihr, und die Täuschungen, da gibt es natürlich jetzt tausende Spielarten. Wisst ihr, das fängt an bei den Ungläubigen, dass sie getäuscht werden über die Hölle. Und ich kann euch gleich sagen, eine der größten Täuschungen im protestantischen und katholischen Raum, wo Millionen in die Hölle fahren, ist die Kindertaufe. Es wurden Leute vorgegaukelt und das sagt man ja auch dann auf dem Friedhof, er ist ja getauft, dann ist er gerettet. Das ist eine der größten Täuschungen, die es gibt. Kann man sagen, betrifft uns ja nicht, wir sind bekehrt. Aber wir haben auch solche Dinge, Matthäus 6,24. Wisst ihr, in solche elementare Dinge sind wir als Gläubige relativ sicher und da kommt die Anfechtung auch nicht über uns. Aber jetzt sagt die Bibel, Matthäus 6,24, niemand kann zwei Herren dienen. Und da steht interessanterweise im Griechischen douloio, doulos ist der Sklave. Damit meint er, niemand kann zwei Herren als Sklaven dienen. Denn er wird den einen hassen und den anderen lieben. Der wird den einen anhängen und dem anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott als Sklaven dienen und dem Mammon. Mammon ist jede Form von Besitz. Weißt du, du musst entscheiden, wem dienst du, Gott oder nicht. Wenn Gott sagt, du sollst wohlhabend sein, dann darfst du es dankbar annehmen. Wenn Gott sagt, du sollst nicht wohlhabend sein, dann sollst du es dankbar annehmen. Wenn Gott sagt, du sollst arm sein, dann darfst du es dankbar annehmen. Das versteht ihr? Was sagt Paulus? Ich habe gelernt, reich zu sein. Ich habe gelernt, arm zu sein. Das hat keine Auswirkung. Das ist nur das Äußere.
Aber wir sind systematisch durch unsere Wohlstandsgesellschaft, sagen wir, ich sage es ganz ehrlich, programmiert. Im Hebräerbrief, nehmen wir mal an, das hätte der Paulus ihn eventuell geschrieben oder einer seiner Mitarbeiter. Im Hebräerbrief sagt er, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden angenommen. Ich habe mir das schon überlegt. Ich habe mir überlegt, wenn jetzt jemand kommt von der Obrigkeit, mit dem Lastwagen vorfährt und sagt, komm raus, und dann räumt er mir die Wohnung aus. Er räumt mir das Bett weg, er räumt mir der Herd weg, er räumt mir im Bad alles aus. Ja, vor allem ganz schlimm, er räumt alle meine Bücher weg. Wisst ihr, er räumt wirklich aus, fährt weg und ich stehe da mit nichts als das, was ich vom Leib habe. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, der wahre Gläubige hat diesen Raub mit Freuden hingenommen, weil er weiß, dass er im Himmel Besseres hat. Seid ihr schon so weit? Sollen wir ehrlich sein? Ich auch nicht. Aber ihr begreift, was ich meine. Es kann Dinge geben, von denen haben wir keine Ahnung, was über uns kommt. Und da kommen die Brüder und sagen, ach, wisst ihr, ist alles gar kein Problem. Der Herr hat verheißen, dass die Entrückung vorher ist. Da sage ich, wunderbar. Sagt es einem, der 10 Jahre im KZ in Nordkorea sitzt. Wisst ihr, wir haben nur den Blick unserer Wohlstandsgesellschaft, sonst gar nichts. Ich möchte es nicht zu dunkel malen. Wisst ihr, wenn es jetzt um Wohlstand, um Dinge geht, jetzt kommt nämlich die Frage, ob ich wirklich glaube, in allen diesen Anfechtungen, in diesen Enttäuschungen, ist die Frage, ob ich glaube. Die Bibel sagt nämlich, wenn wir jetzt zum Wohlstand kommen oder zur, ich sage es mal so, nur Überlebensstrategie des Lebens, mein ist Silber und Gold. Wem ist Silber und Gold? Gottes. Ich erzähle euch eine Geschichte. Manchmal sagt man mir, erzähl doch nicht dauernd deine private Geschichte und manchmal ist es auch peinlich. Ich war ein ganz kleiner Bankangestellter. Wir haben eine Entscheidung gefällt, meine Frau und ich. Wenn wir heiraten und Kinder haben, schafft meine Frau nicht. Kleiner Bankangestellter. Wisst ihr, und wir waren nicht reich. Meine Eltern hatten eine Bäckerei, ihre Eltern ein Lebensmittelgeschäft, die haben selber kämpfen müssen und sind durchgekommen. Und dann ist was passiert. Irgendwann, ich habe ja Dienste fürs Reich Gottes getan schon zu der Zeit, irgendwann ging mein Auto kaputt. Das ist normal. Und in Albstadt sowieso, das war früher noch schlimmer wie jetzt. Albstadt ist Halbgebirge und da werfen sie Salz rein, dass wirklich, dass der schwindelig wird. Jetzt nicht mehr, aber früher. Die Autos sind zusammengerostet, da konntest du nichts machen. Gell? Jetzt saß ich da, hatte kein Geld, ein Auto zu kaufen. Aber ich habe jetzt gebraucht. Was machst du jetzt? Enttäuscht. Ich diene doch Gott, ich nehme doch mein Auto, um ihm zu dienen, jetzt bin ich enttäuscht. War nicht der Fall, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich hab gebetet, habe gesagt, Herr, ich erwarte jetzt dein Silbergold, du hilfst mir. Wisst ihr, was passiert ist? Ich bin dann hingegangen und habe mir eine Vorstellung gemacht, ob das gut ist oder ob das schon die Ebene vom Naemann ist. Ich dachte, da kann man drüber streiten. Ich habe mir dann überlegt, was willst du für ein Auto? Und dann habe ich geguckt, was für ein Auto für mich ideal wäre, für die Familie, zum den Dienst zu tun, einfach zu reisen. Und ich habe dann rausgekriegt, das war nur D-Mark-Zeit, du brauchst auch für 18.000 Euro, dann kannst du ein neues Auto kaufen, weil es wunderbar ist. D-Mark, ja, 18.000. Ich hatte keine 18.000. Ich habe nur gebetet. Dann habe ich nur gewartet. Und dann passiert etwas, ich werde das nie mehr vergessen, plötzlich klingelt es an meiner Haustür. Ein ganz naher Verwandter. Wir haben etwas hier seltsame Familienverhältnisse gehabt, aus der Scheidung raus, und es war also nicht ohne. Und der Mann steht an der Tür, läutet und sagt zu mir, wir zwei, du weißt es nicht, sind in einer Erbengemeinschaft. Sag ich, bitte?
sage ich nichts Weltbewegendes. Wir haben einen Anteil am Haus. Das sind viele Anteile dem Haus. Aber wir zwei haben auch einen Anteil. Dann sagt er, das Haus wird irgendwann verrotten. Ich fahre in der Regel im Tag einmal an dem Haus vorbei, es ist verrottet. Ist Katastrophe. Da sagt er zu mir, weil ich es gut mit dir meine, möchte ich nicht, dass du hier ins Elend kommst. Jetzt mache ich dir einen Vorschlag. Wir zwei gehören zu dem anderen Flügel dieser Familie. Wir zwei treten aus dieser Erbegemeinschaft aus. Wenn du das tust, dann gebe ich dir meinen Anteil. Ich habe 18.000 Euro gebraucht. D-Mark gebraucht. Dann haben wir das getan. Ich hatte immer noch gar keine Ahnung, dass Gott meine Gebete so erhört. Dann geht er hin und sagt, und das Ding ist ganz einfach, ich krieg 10.000, du kriegst 10.000 und ich habe ganz einfach gerechnet. 10.000 plus 10.000 sind 20.000, der Zehnte gehört Gott, sind 18.000. Ich hatte innerhalb kurzer Zeit 18.000 Euro und habe mein Auto gekauft. Versteht ihr? Entschuldigung, wäre ich jetzt enttäuscht gewesen und hätte mit Gott gehadert, wisst ihr, was dann gekommen wäre? Nix. Gott hätte den Mann nicht geschickt. Wenn du, egal was dein Not ist, und wenn ich, egal was mein Not ist, vor Gott stehen bleibt und erwartet, dass er eingreift und es ihm auf den Altar lege, dann greift er ein und löst meine Probleme. Das ist jetzt ein uraltes Problem, das ich jetzt einfach geschildert habe, weil es mir immer noch, ich bin immer noch fasziniert, dass das auf der Pfennig damals gepasst hat. Dabei muss ich sagen, Zehnte ist ja alttestamentlich. Gell? Die Bibel sagt, du sollst geben nach Gedeihen. Also, aber damals habe ich das noch voll so gesehen. Gell? Und das heißt zu Deutsch, wenn es dir gut geht, musst du mehr geben wie der Zehnte. Wenn es dir schlecht geht, musst du weniger geben. Darfst du weniger geben wie der Zehnte. Gell? Das ist einfach Fakt. Aber das war einfach so faszinierend. Wisst ihr, Geld, Wohlstand, das kann nicht unser geistliches Leben blockieren. Sei nicht Silber und Gold, der entscheidet. Ich hatte einen Mann, der war einer der geistlichsten Männer, die ich kannte, der hatte eine kleine Firma. Und der ist hingegangen, jedes Jahr eine Woche hat er seine Frau, die Kinder, alles weggetan, hat sich im Zimmer irgendwo eingemietet, nur die Bibel und lag vor Gott auf den Füßen. Und Gott hat ihn trotzdem pleite gehen lassen. Ich weiß nicht warum. Wisst ihr, es geht mir auch nichts an. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Glaube ich das? Wisst ihr, an diesen Anfechtungen, wo es um Substanz geht, wo die Enttäuschungen des Lebens kommen, da wird sich zeigen, ob ich ihm wirklich glaube. Das heißt, wenn alles, was geschieht, wenn ich den Herr Jesus lieb habe, mir zum Besten dient, dann kann es nichts geben, was bei mir zur Enttäuschung führt. Da kann es nichts geben, was bei mir zu einer Katastrophe führt, dann muss alles wunderbar hinausgeführt werden. Dann ist Reichtum gut, dann ist Armut gut, dann ist Krankheit gut, dann ist Gesundheit gut, dann ist, ich sage es mal, Ehre gut, dann ist Unehre gut, ob ich geschmäht werde, spielt alles gar keine Rolle. Sondern es ist nur eine Frage zwischen mir und dem Herrn Jesus. Ihr merkt, was? Auch die Erfechtung hat nur der letztendlich Knackpunkt, der entscheidende Punkt, dass alles eine Sache ist zwischen mir und Gott. Und wenn das klar ist, alles ist eine Sache zwischen mir und Gott, dann kann es keine Enttäuschung geben. Wisst ihr, dann kommt das Lebensglück, wir haben die Erwartungen und dann kommt die Midlife-Crisis. Und glaubt doch nicht, dass Gläubige keine Midlife-Crisis haben. Wisst ihr, du bist jetzt so und so viele Jahre bist du gläubig. Und du hast immer noch keine Karriere gemacht. Du bist so viel und so viele Jahre gläubig und dir ist immer noch nicht gelungen, ein Haus zu bauen. Du bist so viel und so viele Jahre gläubig und du bist der Gemeinde immer noch ein kleines Licht. Wisst ihr, was ich meine? Das kann sich auf tausend Ebenen sich beziehen und dann fängt man plötzlich an und denkt, man hat etwas verpasst. Wenn du mit dem Herrn Jesus lebst, verpasst du nie etwas. Du musst nur glauben, dass alles, was dir passiert ist, dir zum Besten dient. Wir können das ausdehnen. Ich bin immer noch nicht verheiratet. In der Gemeinde kann es heißen, ich bin immer noch kein Ältester. Ach, das sind so ein paar Bürschchen, die haben doch keine Ahnung. Und die ich mit meiner Erfahrung, und sie machen mich nicht zum Ältesten.
Ich kann Bruder, ich kenne den. Ich will nicht sagen, er ist eine verbitterte Person. Aber er kommt über das nicht weg, dass er kein Ältester werden darf. Das wird ihn verfolgen bis zu seinem Lebensende, wenn er nicht Buße tut. Wisst ihr, was passiert? Wenn der Mann auf mich zukommt, dann kraut es mir jedes Mal. Weil ich ganz genau weiß, alles, was er Probleme auspackt, hat nur einen Grund. Aber ich bin nicht enttäuscht vor ihm, dass man uns richtig versteht. Und dann kommen wir zu all diesen Dingen. Und jetzt habe ich eine Bitte. Wenn ihr an Enttäuschungen denkt, dann müsst ihr eine Bibelstelle auswendig kennen. Wenn ihr gar nichts für heute Abend mitnehmt, aber diese Bibelstelle, die müsst ihr absolut auswendig kennen. Ihr müsst sie nicht nur auswendig kennen, ihr müsst sie verinnerlichen. Ihr müsst sie innerlich so vor Gott bewegen, bis sie Fleisch und Blut ist. Ich lese uns Prediger 9,11. Wisst ihr, wer der Prediger ist? Das ist der Salomo, der Mann, der 1000 Frauen hatte. Der Mann, der sagt, ich habe nichts, was in diesem Leben überhaupt geschehen kann, nicht getan. Ich habe mir alles angesehen, habe alles ausprobiert. Ich bin der Totale. Das ist Salomo. Der Mann, der vollkommen letztendlich Gott aus der Schule lief und der nur nicht untergegangen ist, weil Gott gesagt hat, weil er der Sohn Davids war, ich werde ihn nicht untergehen lassen. Der ist nur wegen der Gnade Gottes nicht untergegangen. Und dieser Mann schreibt das Buch der Prediger. Man hat gesagt, Salomo in Sprüche ist der Salomo mit der göttlichen Weisheit. Salomo im Hohelied ist der Salomo, der Gott von ganzem Herzen liebt. Und Salomo im Prediger ist der enttäuschte, gescheiterte Gottesmann. Und jetzt schreibt er etwas, wenn du das verinnerlichst, wirst du nie enttäuscht, nie. Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht. Dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen die Gunst. Da steht Chen, das heißt genauso nur Gnade, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Und der nächste Satz ist, denn auch der Mensch kennt seine Zeit nicht. Wisst ihr, was da steht? Du kriegst den Job nicht, wenn du am besten ausgebildet bist. Du gewinnst sogar unter Umständen im Sport nicht, wenn du der Beste bist. Du wirst in der Gemeinde unter Umständen nicht vorne dran stehen, wenn du der Geistlichste bist. Sondern die Bibel sagt was Ungeheures. Sie sagt, es kommt alles auf die Umstände an. Es sind die Umstände. Wer steuert die Umstände? Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Da steht im Griechischen, zusammenwirken, mitwirken. Also da geht der Herr Jesus hin, lässt die Umstände zusammenlaufen, dass genau das rauskommt, was für mich zum Besten ist. Wieso? Wenn du das ernst nimmst, was hier steht, dann hast du ganz viele Erwartungen gar nicht mehr. Nämlich, es kommt ganz viel daher, weil ich sage, ich doch nicht. Ich bin doch so geistlich. Ich bin doch so fleißig. Ich bin doch so ehrlich. Ich bin doch so gut. Ich lebe doch viel gesünder wie mein Nachbar. Der stopft sich alles rein, was reingeht, ist gesund und ich lebe so gesund und bin krank. Versteht? Das sind die Gedanken. Immer, ich glaube immer, ich, weil ich besser bin, weil ich das Richtige tue, darum muss es geschehen. Und dann kommt die Enttäuschung. Und die Bibel sagt, es stimmt alles gar nicht, es hängt nur von den Umständen ab. Und die Umstände steuert nur mein Herr, wenn ich ein Sklave Jesu Christi bin. Und das Einzige, was ich tun muss, um jede Enttäuschung zu vermeiden und dass für mich immer alles zum Besten läuft, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Ich muss Gott von ganzem Herzen lieb haben, ihm dienen, im Evangelium seines Sohnes, dann kommt alles automatisch. Mutter, das ist ja eigentlich primitiv. Aber wenn ihr jetzt alle unsere Themen anguckt, wo endet jedes Thema? Jedes. Und wenn wir weiter die nächste Themen angucken, die werden auch dort enden. Vom Angesicht Jesu.
Und damit hat der Gläubige nur ein Problem. Wie stehe ich vorm Angesicht Jesu? Kinder. 2. Mose 20. Du sollst keine Götzen haben. Wie viele Gläubige machen aus ihrer Familie und aus ihren Kindern Götzen? Und dann wunderst du dich, wenn Gott dir widersteht. Es gibt Gläubige, da kannst du was gegen den Herr Jesus sagen, dann begehren sie nicht auf, dann sag mal was gegen ihre Kinder. Sag bloß in der Versammlung, hey, pass mal auf deine Kinder auf, die sind zu laut, sag das mal. Die regelt sich 100-mal mehr auf, als wenn jemand der Herr Jesus lästert. Kennt ihr das? Was sind das? Götzen. Das nächste, Gesundheit. 2. Mose 15, 26. Du wirst keine der Krankheiten Ägyptens bekommen, wenn du Gott dienst. Jetzt kommen wir zur Heilsgeschichte. Die Stelle ist für Israel geschrieben, aber nicht für die Heiden. Ich kann krank werden. Wenn ich krank werde, und es ist der Wille Gottes, dann wirkt es, wenn ich ihn lieb habe, mir zum Besten. Das muss ich glauben. Wisst ihr, das Grundproblem der Enttäuschung, ich möchte es mal vereinfachen. Das Grundproblem der ganzen Enttäuschung ist immer nur eigentlich beim Gläubigen, nicht bei der Welt. Bei denen ist das ja normal, die Enttäuschung. Bei der frommen Welt ist das Hauptproblem, dass ich nicht glaube, was die Bibel sagt. Das ist mein Problem. Wenn ich wirklich glaube, dass wenn ich Gott lieb habe von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte, dass dann alles, da steht alles, gibt es eine Regel mit Ausnahme, bei alles ist eine Regel ohne Ausnahme, dass dann alles mir zum Besten dient, absolut alles. Wenn ich das glaube, dann kann ich nicht mehr enttäuscht sein. Das geht nicht. Dann ist die Enttäuschung kein Thema. Und darum, weil die Bibel davon ausgeht, dass ein Gläubiger so eingestellt ist, redet sie im Neuen Testament kein einziges Wort über Enttäuschung. Das ist logisch. Bloß wir sind Gott so aus der Schule gelaufen. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wir sind so, dass wir oft zwar fromm sind, Bibel lesen, aber die zentrale Aussage der Bibel, wir glauben das nicht mehr. Mach mal Folgendes, wenn du Bibel liest, wenn du bisher 3 Kapitel im Tag gelesen hast, dann lies mal eine Woche lang 3 Sätze statt 3 Kapitel. Und dann geh bei deinen 3 Sätze hin und lies es ganz langsam, ganz genau und dann stell dich vor Gott und sag, ich glaube von ganzem Herzen, dass es so ist. Und du wirst schon mal sehen, was dann passiert. Dann kommt Revolution. Dann verändert sich dein Leben vollständig, sobald du wirklich glaubst, was hier geschrieben steht. Wisst ihr, wir sagen alle, wenn ich jemand frage, glaubst du das? Jeder sagt, ich glaube alles. Sagt jeder. Psalm 25, 3. Keiner wird zuschande, welcher Gottes hat. Das per dazu, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Die Frage ist einfach, ob ich es glaube. Wisst ihr? Und die Gläubigen sagen immer, ja, wunderbare Bibelstelle, die wollen sie ziehen, Silvester mit dem Los, gell, die will ich ziehen. Aber du brauchst sie nicht ziehen, sondern du musst sie glauben, und zwar jetzt. Sobald du sie glaubst, passiert's. Wenn du es nicht glaubst, passiert gar nichts. Psalm 90, 12. Lehre unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Luther hat übersetzt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Psalm 39, 12, gerade wegen unserer Existenz, da steht was, das ist schon erschreckend. Wenn du jemand züchtigst mit Strafen um der Sünde willen, so lässt du seine Schönheit vergehen wie die Motte. Jeder Mensch ist nur ein Hauch. Paulus sagte mal, unsere Trübsal, die hier ist, ist Kleinigkeit im Vergleich zu der Ewigkeit. Wer glaubt denn das? Wisst ihr, wer glaubt das? Wenn das jemand glaubt, ist er nie enttäuscht, was ihm hier passiert. Wenn es jemand nicht glaubt, dann kriegt er an jeder Ecke die Gelegenheit, enttäuscht zu sein. Aber soweit ich es glaube,
Ja, und dann redet die Bibel vom Betrug des Reichtums. Lest einmal Matthäus 13, die Gleichnisse vom Betrug des Reichtums, vom Betrug generell, von den Dingen dieser Welt. Und die Frage ist halt, was hast du für Ziele als Gläubiger? Was hast du für Ziel? Was willst du? Und je nachdem, was du willst, ob das sich mit dem Willen Gottes deckt oder nicht deckt, wenn es sich nicht mit dem Willen Gottes deckt, wird er dir Anfechtung schicken, wird er dir Prüfung schicken und wird er dich enttäuschen. Das ist logisch. Wenn er das nicht tun würde, steht im Hebräer 12, 4, dass er jeden Sohn, den er liebt, züchtigt. Wenn er das nicht tun würde, wäre er kein liebender Vater. Du lässt doch deine Kinder auch nichts durch, oder? Die Bibel sagt, wer seinen Sohn nicht erzieht, der hasst ihn. Und das sind die Dinge, wo der Gläubige einfach Gott aus dem Ruder läuft. Und die Bibel sagt, alle Menschen sind Lügner. Römer 3, 4. Menschen sind Lügner. Und die größte Lüge ist die, wo ich mich selber über mein Leben, über meine Vorstellungen, über meine Ziele anlüge. Die Bibel sagt, das Einzige, was du tun kannst, ist Buße. Und ich bin mir doch völlig bewusst, solche Botschaften will der Mensch in der Regel nicht hören. Ist mir klar. Aber warum will er sie nicht hören? Das ist nichts anderes wie das, was die Bibel sagt. Jetzt kommen wir zu einem ganz trüben Kapitel. Der Gläubige will in der Regel auch von der Bibel nur das hören, was ihm passt. Das Problem. Nur das, was ihm passt. Und dann gibt es wieder Gläubige, die schon halb wund und weichgeschossen sind. Wenn die dann Bibel lesen, zählt sie nur noch das Negative. Das ist genauso falsch. Und dann gibt es wieder Gläubige, die sehen nur das Positive. Das ist genauso falsch. Ich muss realistisch sein, ich muss da lesen, was wirklich geschrieben steht. Und dann sehe ich, was Gott meint. Und jetzt kommt etwas, ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Wisst ihr, wenn du das wirklich glaubst, dann muss ein Gläubiger eigentlich zusammenbrechen vor Gottes Angesicht. Wenn das, was der Paulus sagt, stimmt. Wir lesen über die Stelle drüber, wie wenn es, ich sage es mal so, ein philosophisches Gedicht wäre. Paulus sagt, der große Apostel Paulus, über einen Barnabas, über einen Silas, über einen Johannes, über einen Petrus, über die ganze Elite der Gläubigen, sagt er, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung wie der Timotheus, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das will man nicht hören. Er sagt, alle Mitarbeiter, mit denen er zu tun hat, sind alle Egoisten, suchen alle das ihre und nicht das Reich Gottes, sagt ein Paulus. Das wagt doch keiner, die Gläubigen zu sagen. Bloß wenn wir schon so ein Thema haben, dann müssen wir auch das sehen. Wisst ihr, das ist Selbstverwirklichung. Wenn du dich selbst verwirklichst, ich packe mich an der Nase, ich habe das erlebt, wie Gott mir widerstanden hat. Wenn du dich selbst verwirklichst, dann widersteht dir Gott. Dann wirst du enttäuscht. Dann lässt er dein Gebilde zusammenbrechen. Und es fängt da in der Gemeinde an, mit der Berufung. Wisst ihr, wenn ich die Leute predige, jeder hat einen Platz im Leib Christi, 1. Korinther 12, 18. Jeder hat eine Gnadengabe für Gott, 1. Petrus 4, 10. Jeder hat ein Maß des Glaubens, Römer 12, 3. 2. Korinther 10, 13. Jeder hat ein Arbeitsgebiet. Und dann gehe ich zu den Gläubigen, das kann ich tausendmal predigen, und dann gehe ich zu den Gläubigen hin, gucke sie an und sage, so, jetzt sagst du mir, was ist dein Platz im Leib Christi? Jetzt sagst du mir, was ist deine Gnadengabe? Jetzt sagst du mir, was ist dein Maß des Glaubens? Jetzt sagst du mir, was ist dein Arbeitsfeld? Von 100 kriege ich nicht einmal vor 95 eine Antwort. Warum? Und dann sind sie enttäuscht in der Gemeindearbeit. Warum? Warum gehe ich nicht hin, wie ein kleines Kind, und gehe zum Herrn und kläre diese Dinge? Wenn ich doch wirklich Gott diene, dann muss ich das doch klären. Warum gibt es immer mehr Gläubige,
die ihre eigene Vorstellung, ich dachte, durchsetzen in der Gemeinde. Warum unterwarfen sie sich nicht der Schrift? Warum sagt Paulus 1. Korinther 4, 6, du darfst nicht über das Geschriebene hinausgehen? Warum sagt er das? Wisst ihr, das ist doch so. Ich muss es sagen, es tut mir herzlich leid. Es ist Gotteslästerung, wenn ich hingehe und mit meiner eigenen Vorstellung praktisch so umgehe, dass ich tue, wen ich es besser wissen würde wie Gott. Das ist Hochmut. Ich muss mich Gott unterwerfen, muss sagen, ich weiß gar nichts. Ich bin unfähig. Ich brauche deine Weisheit. Jakobus 1,5. Ohne deine Weisheit kann ich nichts realisieren. Ich brauche alles von dir. Ich bin nicht in der Lage, geistliche Dinge zu beurteilen, wenn du sie mir nicht aufschließt. Wenn ich das nicht tue, habe ich keine Chance. Gar keine. Wisst ihr, ich sage euch einmal eins, auch die theologischen Formeln. Ihr müsst mal gucken, was wir theologische Lehren und Formeln auch in den evangelikalen Kreisen, auch bei der Freikirche haben, die stehen nicht in der Bibel. Wo kommt das her? Ja, heißt dann, weißt du, wenn man das Wort benutzt oder diese Formulierung oder das, dann verstehen es die Leute besser. Und ich sage, aha, das habe ich doch gar nicht gewusst, dass Gott sich gar nicht ausdrücken konnte. Was Gott in der Bibel geschrieben hat, hat gar nicht gereicht. Also wenn du jetzt sagst, nur wenn ich den theologischen Ausdruck benutze, dann versteht es ein Mensch. Also Gott war unfähig, es sich auszudrücken. Und du kannst es wunderbar. Die Leute sind sich nicht bewusst, was sie tun. Wisst ihr? Die haben keine Ahnung, was sie dreht. Und da merkst du einfach etwas, und ich sage es einmal hart, wir laufen Gott aus der Schule. Wir laufen auch Gott aus der Schule, indem wir unseren Menschen hängen. Wisst ihr, zum Beispiel für mich das dramatischste Beispiel, ihr kennt es alle, Barnabas und Johannes Markus. Paulus, der von Gott benutzt wurde als Mentor des Apostels Paulus, zerstreitet sich und zerstört seinen Dienst mit dem Apostel Paulus und er verschwindet aus der Kirchengeschichte und wird nie mehr gesehen. Ihr findet ihn nicht in der Kirchengeschichte. Vielleicht in der katholischen Heiligengeschichte findet er noch. Aber in der Kirchengeschichte verschwindet er. Wisst ihr warum? Weil er sein Neffe Markus mehr geliebt hat als der Wille Gottes. Steht ihr? Menschen. Er hat sich mit Paulus zerstritten wegen dem. Und zum Glück kommt wenigstens der Johannes Markus dann am Schluss noch zur Vernunft, zur Buße und kehrt zurück. Aber wer nicht zurückkehrt, ist der Barnabas. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe Dinge in der Bibel, die plagen mich. Diese zerbrochene Beziehung ist mit das Schlimmste, was mich plagt in der Bibel. Ich konnte es nie verwinden, dass ein Barnabas weggeschossen wird wegen einer kleinen, fleischlich-dümmlichen Abhängigkeit vom Mensch. Wisst ihr, wenn dir Menschen lieber sind, auch deine Freundschaft zu irgendjemand in der Gemeinde oder zu einem Prediger oder zu irgendetwas, als das Verhältnis zu Gott und seiner Berufung, als deiner Gnadengabe, deiner Aufgabe, die er dir gegeben hat, dann musst du damit rechnen, dass dir geht wie ein Barnabas. Vielleicht verschwindest du dann. Und ich sage euch eines. Wir lesen ja alle Kirchengeschichte, hoffe ich. Wir lesen ja alle sehr die geistliche Landschaft. Wisst ihr, was das ganz große Erwachen geben wird? Bei allen Gläubigen. Und da sagt man immer, oh wunderbar. Das wird nicht so wunderbar, wie wir denken. Das ist beim Preisgericht Jesu Christi. 2. Korinther 15. Römer 14, 10. Wenn plötzlich herauskommt, was wirklich war. Steht ihr? Wenn plötzlich rauskommt, das, was wir nicht zeigen, was wir in Wirklichkeit gedacht haben, was wir gemeint haben, was wir für Motivationen hatten, wenn es alles rauskommt. Wenn du plötzlich die Große im Reich Gottes siehst, ohne jede Krone, nur mit dem nackten Leben davongekommen und völlig unscheinbarer Gläubiger, den jeder verachtet hat, mit 5 Kronen gekrönt, weil er im Gebet die ganze Reichsgottesarbeit durchgekämpft hat. Eine arme Witwe, die mit ihrem letzten Cent, den sie hatte, noch das Reich Gottes getrieben hat. Wisst ihr, da seht ihr, da wirst du das sehen. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, der ist vielleicht nicht verständlich. Enttäuschung, wenn Gott mir Enttäuschungen bereitet, da geht es auch um Klickenbildung,
in der Gemeinde, wo meine Freunde mich dann nicht mehr wollen. Die Bibel sagt an ihrer Stelle, Sprüche 16,7, wenn ich Gott diene, sind sogar meine Freunde mit mir zufrieden. Ich habe das festgestellt in der Gemeinde. Ich habe festgestellt, ich habe Gott gedient, dann waren meine Feinde mit mir zufrieden. Weißt du, wer nicht zufrieden war mit mir? Meine eigenen Brüder. Ich habe es ihnen gesagt. Ich habe gesagt, meine Todfeinde behaupten nicht, was ihr behauptet. Er hat gesagt, wenn die mir an die Gurgel könnte, die würde das machen, mit Freuden. Aber ihr, meine geliebten Brüder, ihr gebt mir an die Gurgel. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal so, wenn du das alles siehst und diese Enttäuschung über dich hereinbrechen, dann sagt Hebräer 12, 15, Gott will nicht, dass wir eine bittere Wurzel kriegen. Da ist die Gefahr, dass wir bitter werden, dass wir bittere Wurzel aufbauen. Wieso passiert mir das? Zum Beispiel sagt die Bibel vom Herr Jesus, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Wieso giltst du in der eigenen Gemeinde nichts, im eigenen Land? Wieso wird deine Berufung da nicht gesehen? Auswärts sieht man sie in der Gemeinde nicht. Das sind lauter so Dinge. Und dann passiert etwas und Paulus sagt, falls es war, der Hebräerbrief geschrieben hat, wir sollen nicht die Versammlung verlassen. Da steht es leider nicht. Es tut mir leid. Kein Mensch wagt hier zu übersetzen, was im Grundtext steht. Da steht Episynagoge. Wisst ihr, was heißt? Unser Hinaufversammeln. Du kannst die Versammlung nicht verlassen, körperlich. Du setzt dich in die Versammlung rein, jeden Sonntag, jeden Mittwoch, jeden Samstag. Aber du kannst das Hinaufversammeln vors Angesicht Jesu kannst du verlassen. Und das meint die Bibel. Dass du dich vor lauter Enttäuschung nicht mehr zum Herr Jesus mit dem Herzen emporhebst. Und dann kommt diese fleischliche Weisheit, die Jakobus 3,13 irdisch, seelisch, dämonisch nennt. Und dann fängst du an, deinen Verstand einzuschalten. Obwohl Sprüche 3,5 sagt, du sollst dich nicht auf deinen Verstand verlassen. Wisst ihr, ich behaupte jetzt etwas, ihr könnt mir das abnehmen oder nicht. Ich bin auch nicht der Weisheit ausbund. Aber ich habe 46 Jahre Erfahrung im Reich Gottes und ich habe einiges erlebt. Ich behaupte jetzt etwas. Wenn Gott, wenn das stimmt, was in Sprüche steht, wenn das stimmt, was im Prediger steht, wenn alles das stimmt, was der Paulus sagt, wenn das alles stimmt, was im Hiob steht, alle diese Aussagen, dann ist es so, dann ist jede Enttäuschung, die mir der Vater im Himmel, der ja der Leib Christi, die Glieder am Leib Christi hütet, dann ist jede Enttäuschung ein Akt der Liebe Gottes. Dann ist jede Enttäuschung das Beste, was mir passieren kann. Dann darf ich nie frustriert sein, wenn eine Enttäuschung kommt. Dann muss es mir klar sein, dass Gott jetzt mich zurechtbringt. Ich weiß, wie schwer das ist, das zu glauben. Und jetzt kommen wir zu ganz einfacher Sache. Ich werde nicht enttäuscht werden, wenn ich glaube, was in Epheser 4,11 geschrieben steht bis 16. Wenn ich glaube, dass der Herr Jesus wirklich die Gemeinde steuert. Wenn ich glaube, dass er meine Gnadengabe steuert, wenn ich glaube, dass er meinen Dienst steuert, wenn ich glaube, dass er mein Leben steuert und wenn ich glaube, dass ich ihn nur und durch ihn, der Vater im Himmel, lieb haben muss von ganzem Herzen und dass dann alles zum Besten dient, auch in meinem Dienst, auch in meinem Leben, auch in meiner Familie. Sobald ich das glaube, ist eine Unterwerfung unter ihn und sobald ich glaube, dass ich ein Maß des Glaubens habe, dass ich nur das tun muss, was ich wirklich kann, was er mir sagt, und wenn ich nur meine Gnadengabe wirken lassen muss, nur aufpassen muss, wie ein kleines Kind, nicht übers Geschriebene hinauszugehen, Finger weg vor allem, was die Bibel nicht sagt. Wenn ich das alles tue, dann braucht mir Gott keine Enttäuschung bereiten. Dann braucht er das gar nicht. Wisst ihr, nochmal, damit man uns richtig versteht. Wer ist schuld, dass ich Enttäuschung bekomme? Ich. Doch nicht Gott. Doch nicht die Menschen. Ich bin schuld mit meiner falschen Vorstellung, mit meiner falschen Einstellung. Wenn ich jetzt vor Gott sauber bin, dann kommen die Enttäuschungen nicht mehr. Die sind weg. 1. Korinther 4,4. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Ich muss lernen, nicht mehr
alles mit meiner Vorstellung zu planen. Wenn ich es nämlich plane mit meiner Vorstellung, dann laufe ich Gott aus der Schule. Ich muss sagen, du musst mich beurteilen. Du musst mir Weisheit geben. Du musst mein Leben lenken. Du musst meine Umstände lenken, nicht ich. Die Bibel sagt nämlich in 1. Korinther 10, 14, wenn du das nicht tust, dann baust du Götzen. Wir bauen Götzen. Und der größte Götze hat 3 Buchstaben. ICH. Ich. Das ist der größte Götze auf der Welt. Wie kann ein Paulus sagen, statt dass er hingeht und sagt, ich bin der große Apostel. Er sagt, ich wusste nichts als Christus. Nichts als der Herr Jesus. Ich habe euch nichts gepredigt als der Herr Jesus. Auf dem Berg der Verklärung. Sie sahen nichts als Jesus allein. Geht einmal hin, wenn die Leute predigen. Hört einfach zu. Was predigen sie? Das war für mich der Schock. Ich sitze heute rein. Die Leute sagen, uns ist am liebsten, du kommst gar nicht. Wisst ihr, sagt sie natürlich nicht offen, gell? Aber ich weiß schon, was sie denken. Ich setze mich in eine Versammlung rein, völlig entspannt, und dann höre ich einfach zu, was wird gepredigt? Wer wird gepredigt? Was ist die Botschaft? Und dann weißt du relativ schnell, was in dem, wo predigt, seinem Herzen abläuft. Ihr merkt das bei mir auch, oder? Ihr merkt auch heute Abend, dass ich euch keine taktische Predigt halte, sondern genau sage, was in meinem Herzen drin ist, oder? Da kannst du nicht heucheln, geht nicht. Offenbarung 14,4. Sie gingen dorthin, wo das Lamm hingeht. Wisst ihr, wir können wunderbare Bibelstelle lesen, Psalm 17,5, dass wir in den Fußstapfen des Lammes gehen. Wenn da auch einer drüber schwört, dann frag ihn doch einmal, wie macht es der Herr Jesus, dass er dir eine Fußstapfe vorsetzt? Dann kriegst du keine Antwort, ist doch klar, weil er es nicht weiß. Wisst ihr, man kann über Bibelstelle schwärmen und wunderbar fasziniert sein, keine Ahnung haben, was da steht. Und keine Ahnung haben, wie man es praktiziert. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo der Herr dann mir Enttäuschungen gezielt bereitet, ganz gezielt, um mich herauszureißen aus meiner falschen Herzenstellung. Psalm 66, 12. Aber geil, dass wir uns richtig verstehen. Das, was ich jetzt sage, da stelle ich mich 100% drunter. Ich habe die Probleme genauso. Die hat jeder. Psalm 66, 12. Du, ich habe das rot gemacht in meiner Bibel, dickrot. Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen. Durch das sind wir ins Feuer und Wasser gekommen. Er bringt die Menschen so weit, dass sie mich enttäuschen. Ist euch das klar? Ich sage euch nochmal was, auch mit dem Geld. Man soll über das Geld nicht reden. Ich rede normal nicht über das Geld, aber das muss ich euch erzählen von meinem Chef. Mein Chef kam eines Tages zu mir und sagt, du bist eine Pfeife. Er hat mit mir relativ deutlich geredet. Dann sagt er zu mir, er sagt, du bist mein bester Mann, aber du bist eine Pfeife. Und zwar, er sagt, du hast noch nie zu mir gesagt, du willst Gehaltserhöhung. Was bist du für ein Mensch? Nach einer Zeit bin ich hier und gesagt, jetzt will ich Gehaltserhöhung. Sagt er, hat dir gebe ich doch nie im Leben Gehaltserhöhung. Versteht ihr? Jetzt, was machst du da? Nein, ich denke, naja, das war jetzt ein Bluff. Jetzt hat er mich auf die Probe gestellt. Da kam ich nach einer Woche wieder, habe wieder das Gleiche gesagt. Hat er gesagt, ich habe doch gesagt, du kriegst nie Gehaltserhöhung. Hat mir auch keine gegeben. Im Gegenteil, er hat mir meine Zulage gestrichen. Was ist jetzt? Er lässt Menschen über mein Haupt gehen. Er reizt die Leute, dass sie mir gegenüber so sind. Versteht ihr? Wir sind böse auf die Menschen, brauchen wir nicht. Wir brauchen auch nicht böse auf Gott sein. Es ist seine Liebe, die uns Enttäuschungen gibt, dass wir aufwachen. Psalm 77, 11. Vielleicht noch dramatischer. Ich will, nochmals, ich will, ist eine Willensentscheidung, ob ich das will. Ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Wer ist die rechte Hand des Höchsten? Der Herr Jesus. Das heißt, der Herr Jesus schafft Änderungen in meinem Leben, die vielleicht sogar enttäuschend sind. Aber jetzt kommt
der biblische Befund. Ich will es akzeptieren. Merkt ihr was? Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz, ganz primitiven Punkt. Es ist alles, alles, was in meinem Leben läuft. Ob es positiv ist, ob es negativ ist, ob es freudig ist, ob es Enttäuschung ist oder was anderes. Es ist alles nur eine Sache zwischen mir und ihm. Es ist nur eine Sache zwischen mir und Gott. Es hat mit den Menschen nichts zu tun. Wisst ihr, wir leben, wie wenn wir autonom eine Institution wären. Und für diese Institution hat es so ein bisschen Menschen drumherum, ein bisschen Gemeinde drumherum, ein bisschen Beruf drumherum, ein bisschen Familie drumherum, ein bisschen Ehe drumherum, ein bisschen Kinder drumherum und ein bisschen Gott über mir. Aber wir sind die Institution. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Du bist ein Sklave Jesu Christi. Ich sag's mal ganz bockelhart, du hast nichts zu sagen, du hast nichts zu beklagen, du hast nichts zu erwarten, du bist ein gar nichts. Er ist alles, er ist dein Herr und du bist ein Sklave. So, und jetzt benimm dich endlich wie ein Sklave. Das meint die Bibel. Will niemand hören. Wisst ihr, wenn wir jetzt blutsverwandt sind, als Gläubige, gewaschen durch Jesu Blut, 1. Korinther 10, 16, gewaschen durch Jesu Blut, blutsverwandt, dann sagt die Bibel, dann ist der Normalzustand, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Wie kann ich mit Gläubigen ein Herz und eine Seele sein? Wenn jeder seinen eigenen Schädel hat und seine eigenen Vorstellungen. Und wenn jeder von mir Erwartungen hat, die ich sowieso nicht erfüllen kann, wie kann ich dann ein Herz und eine Seele sein? Wisst ihr wie? Wenn jeder das Gleiche macht, wenn jeder sich zum Herr Jesus hinaufversammelt, wenn jeder sich als Sklave Jesu Christi sieht und alles von ihm erwartet. Und das heißt, wenn ich vom Herr Jesus alles erwarte, was erwarte ich dann von mir? Nichts. Was erwarte ich dann von Menschen? Nichts. Was erwarte ich von den Umständen? Nichts. Soll man ehrlich sein? Wenn wir so unser Leben angucken, dann müssen wir sagen, wir sind meilenweit entfernt von dieser Haltung, oder? Sind wir da ehrlich? Psalm 133. Wisst ihr, das kann man lesen, dass einem, ich sage es mal so, das Wohlgefallen durch die Glieder fließt. Siehe, wie fein und lieblich sich, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Wunderbar, der große Psalm der Gemeinschaft. So, jetzt müssen wir praktisch werden. Warum lässt Gott Corona zu? Warum zerbricht Gott unsere Gemeinschaft? Habt ihr euch das einmal überlegt? Sind das bloß die antichristlichen Kräfte, die versuchen, die Gemeinde zu zerstören? Oder sagt Gott, jetzt habt ihr lange genug gedreht, was ihr wolltet. Jetzt muss ich euch in die Schule nehmen. Jetzt muss ich euch die Enttäuschungen bereiten. Jetzt müsst ihr lernen, vor meinem Angesicht zu stehen. Jetzt müsst ihr lernen, vor mir allein zu leben. Ich bin überzeugt, dass das der Grund für Corona ist. Natürlich auch Offenbarung 13, dass die antichristlichen Kräfte das vorbereiten dürfen. Das sehe ich auch. Aber von Gottes Seite ist es eine Schule für uns Gläubige, endlich vor seinem Angesicht zu stehen. Und nochmals, wir haben Offenbarung 1 gelesen, ab Vers 9. Selbst sein Lieblingsjünger Jesu ist vor lauter seiner eigenen seelischen Umtriebe durch die Verfolgung, ohne dass er gesündigt hat. Einfach durch das alles ist er so weit gewesen, dass er dem Herr Jesus den Rücken zugestreckt hat. Wir haben es gelesen. Und erst als der Jesus ihn anredet und er plötzlich merkt, ich stehe ja gar nicht vom Angesicht Jesu, er ist hinter mir. Dreht er sich rum und dann bricht er zusammen. Und ich glaube, dass das Gott bei uns will. Steht ihr? Ich habe mich zuerst gewehrt, mit Händen und Füßen dieses Thema zu machen. Aber ich glaube, dass wir einfach realistisch werden müssen und dass wir lernen müssen, wirklich im tiefsten Sinne des Wortes, das zu realisieren, was Paulus sagt, nicht ich, Christus.
Und nicht theoretisch und nicht so ein bisschen frömmelig, sondern dass wir hingehen müssen und sagen, existenziell so jetzt. Und wenn er das ehrlich betet, dann passiert Revolution. Mach mit mir, was du willst, Herr. Du kannst mit mir machen, was du willst. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Ich möchte beten. Ja, Herr Jesus, was hat es dich gekostet, uns zu erlösen? Was hast du für eine wunderbare Erlösung geschaffen? Und wir sind dir aus der Schule gelaufen, alle. Ich möchte es auch für mich bekennen. Wie sind unsere eigenen Köpfe so stur? Und wie sind wir so eigenwillig? Was ist dem Teufel gelungen, uns eigene Vorstellungen zu machen, dass sogar das, was Naaman sagt, die ich dachte, harmlos dagegen ist. Aber du in deiner Gnade hast uns getragen bis zur Stunde. Wir konnten trotz allen diesen Dingen in unserer Mühsal zu dir fliehen. Du hast uns durchgebracht und du wirst uns weiter durchbringen. Wir möchten einfach beginnen, uns wirklich zu dir hinaufzuversammeln, vor dein Angesicht zu stehen und bekennen, mach mit uns, was du willst. Wir möchten dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Wir möchten unsere eigenen Vorstellungen auf den Altar legen und opfern, wie ein Abraham die Isaak geopfert hat. Wir möchten letztendlich nur dir, dem Lamme, folgen, wohin es geht. Und wir möchten wie kleine Kinder glauben, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Es ist oft noch ein weiter Weg, bis das bei uns realisiert wird. Wir möchten einfach beginnen, den Saum deines Kleides zu ergreifen und dich zu bitten, dass du bei uns das Wollen und das Vollbringen schenkst und uns hilfst, dir dem Lamme zu folgen, wohin du hingehst, nicht wo wir hinwollen, sondern wo du hingehst. Wir beten dich dafür an. Amen. Also der, wo der Rücken am Herr Jesus zugehört hat, war der Johannes. Also gut, das Berichtigung. Der Johannes hat dem Herr Jesus den Rücken zugekehrt. Okay, danke.